Die Beta zu Ghost Recon Future Soldier ist vor einigen Tagen gestartet und der Nico und ich, wir wollen uns heute in den Taktik-Thron stürzen und hiermit begrüße ich euch zu einer Runde mit Ghost Recon Future Soldier. Ja! Du hast ja, danke für die Nachricht. Achso, möchte Beta spielen. Ja, du hast ja schon mal ein paar Stunden mit Ghost Recon verbracht. Ne? Yay! Ja, ein bisschen. Keine Ahnung. So ein paar. Und ich habe heute diesen Key netterweise von dem Zuschauer Julian zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen widme ich dieses Video nur an Julian. Oh. Weil das war echt, ich habe keinen Splinter Cell Conviction mehr gehabt. Womit ich, warum auch immer. Ja, ich weiß nicht, verkauft halt, haben wir das letzte Mal das Thema gehabt. Aber die Beta-Keys, das war nicht so einfach, einen zu bekommen. Also der hat einen zur Verfügung gestellt. Und wir wollen heute mal ein bisschen mit Ghost Recon ein bisschen mal spielen. Ah, geht schon los, oder was? Ja, das finde ich jetzt eigentlich schon mal ein richtig geiles Teil hier, dass du einfach die Tasten drückst und dir schon angezeigt wird, was sie kann. Ah, cool. Das hat mir voll geholfen, eigentlich schon am Anfang. Take cover und Rodriguez online. An dieser Stelle, man sieht natürlich nur mein Screen, weil ich dann das Aufnahmegerät habe. Ich bin aber auch ein Grünschnabel. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich spiele das jetzt zum ersten Mal und ich habe viele Fragen wahrscheinlich. Ja. Was spielt man denn für Modus immer? Was gibt's denn überhaupt hier? Das ist so halt so ähnlich. Okay, das Spiel ist bei mir am Stehen. Ja, mein Xbox ist stehen geblieben. Bei mir ist es auch so. Nein. Kommt ja. Und bei 9:31 ist stehen geblieben. Ja, okay, ich muss meine Xbox neu starten, warte mal. Ich muss aufstehen. Ich muss auch neu starten. Nochmal. Ach, scheiße. Ja, das sind technische Probleme. Ghost Recon steht natürlich jetzt in einem sehr guten Licht. Und Nico hat gerade schon gesagt, es gibt keine Aufnahme des Playcasts, wo es keine Probleme gibt. Ja. Ja, selbst bei den einfachsten Sachen gibt es schon technische Schwierigkeiten. Trotzdem, also, lädst du mich wieder ein, oder? Ja. Also was gibt's denn, wir waren gerade bei stehen geblieben, was gibt's denn überhaupt für Modi, die man spielen kann oder die man auswählen kann? Im Moment, also in dem Status, wo wir sind, gibt's nur einen. Und den kann man sich so ähnlich wie Brink vorstellen, was man halt irgendwie immer random so Aufgaben kriegt, wie schütze das, erober das und das und das. Und dann müsste halt so. Der Gegner das Gegenteilige davon tun. Ah, okay. Weil hier Kills machen oder so ist hier fast gar nicht wirklich von Vorteil. Also du kriegst jetzt irgendwie für ein Battlefield-like. Ja. Geht ums Team. Und normaler Kill zum Beispiel gibt dir hier 75 Erfahrung. Und wenn du den Kill schon aus der Deckung machst, also halt möglichst taktisch spielst, kriegst du schon das Dreifache, also 225, glaube ich, oder? So, wenn du taktischer spielst, kriegst du auch hast du mehr Erfolg. Das ist cool. Ja. Ich meine, so ein normaler Kill 75 ist. Deswegen verstehe ich nicht, warum hier 70% der Leute immer hier diesen normalen Rifleman spielen, also den ganz normalen Call of Duty Soldaten, sag ich mal. Okay. Den werde ich jetzt aber auch spielen, weil das ist der Einstiegs. Ey, immer, wenn du ein neues Spiel, erstmal sofort den normalen Soldier, der mit der ganzen. Ich habe sofort den Sniper genommen. Echt? Ja, Sniper war ich erst irgendwann mal. Ich spiele nicht so gern Sniper, weil kann ich nicht so. Ja, ich habe mir halt gedacht, wenn ich so die ganze Zeit Sachen beschützen muss oder so, dann stehe ich lieber hinten in der Deckung. Einfach und so im Busch zu lauern und den Gegner. Ja, ich meine, ich werde sogar unsichtbar. Ich meine, hey. Was? Also, ja, also Ghost Recon ist ja so ein bisschen halt Future Soldier, ne? Ja. Das sind halt ganz andere Gegebenheiten. Was sind so, hat die der Charakter eine Fähigkeit oder wie ist das? Ja, es gibt im Moment drei Klassen. Der Engineer ist halt so der Support-Typ, der, keine Ahnung, Sensoren wirft und so, womit man die gegnerischen Positionen sieht, also halt auch durch Mauern. Das ist so ähnlich wie dieses Patriot-System, was es bei Metal Gear Online gab. Ach so. Was du natürlich nie gespielt hast, ne? Ja, bei mir lädt es übrigens immer noch. Naja, natürlich. Ich glaube, das erste Mal LAN oder so dauert richtig lange. Echt? Ja, also. Sehr lange. Wenn du das Spiel nicht, also wenn du bei dem Spiel mit eintrittst, also wie wir jetzt gerade, also mittendrin, dann ist das meistens so. Aber wenn du, Engineer, Scout und Rifleman. Ich nehme den Rifleman, ACR, ganz typische Standardklasse. Ja. Kamera als Equipment, was ist denn, also so. Die Kamera ist halt, wenn da irgendwie jemand in diesem Bereich rumläuft, siehst du ihn halt. Ist das denn wichtig im Spiel? Also wird das gebraucht? Ja, damit siehst du halt, wo der Gegner ist. Und jetzt müssen wir halt warten, was wir jetzt Aufgabe kriegen und dann sollten wir jetzt müssen wir halt dahin rennen, das einnehmen. Wo kannst du finden? A gedrückt halten. A gedrückt halten, also Gears of War 3. Ja, aber das mit in Deckung gehen, finde ich, ist so viel besser, weil du
Das ist so Splinter Cell-mäßig, wenn du irgendwo Ah, hinzielst ja, ich und sehe es dann, gerade. dann musst du halt A gedrückt halten, dann rennt er da bis dahin. Das ist richtig Das geil ist geil, gemacht. das ist ein schöner Flow, so. Ja. Mochte ich auch schon bei, wo Oh bist Gott, du die denn nimmt schon dann? ein. Oh, okay. Verrecke! Okay. Ich muss gerade Was sagen, ich wollt. habe keine Ahnung, wie groß ist das die einzige Map, die man nehmen kann, oder? Es gibt zwei, die und noch Pipeline und ja, ich finde sie ganz gut. Ich komme zu dir. So. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich hin muss und so, deswegen. Ja, siehst du diese Zahnräder da oben mit da Ja, ja, rechts? ja. Folg mir einfach. Da ist schon ein Gegner. Hat der überlebt oder was? Ja, ich glaube Nein, schon. down! Oh, das dauert aber nicht lange, bis du schon tot bist. Also, es geht recht. Also eigentlich schon, finde ich. Also vielleicht so, also. Ich habe einen Headshot kassiert, deswegen. Also. Ja, kann sein. Ich kann jetzt auch bei dir spawnen, das ist ja cool. Ja. Ah, ich bin da, ich bin da. Ja, okay, dann weiter. Ich meine, wie lächerlich schnell du bist, wenn du. Ja. Ich werfe, da ist einer drin. Ich werfe Ah, Smoke. der ist hinter dem Dings. Ja. Hab ich, jawoll! Ich geh rein. Das ist ein geiles Gefühl. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist noch einer! Hinter dem Gewächshaus! Und noch hinter dem Zaun! Scheiße, ich bin down! Okay, ich guck mal, ob ich's so durchkrieg. Ah, ey, ich muss ehrlich zugeben, ich hab damals ja auf der PS2 Lol. US Navy Seals gespielt, dieses SOCOM. Und Ja. das war auch Third Person. Und seitdem habe ich kein Third Person Spiel mehr gespielt, also so ein Online-Spiel. Und ich bin jetzt Ja. gerade wieder so voll so in diesem Feeling drin. Ich weiß nicht, ich kann Ja. das gut umgehen mit Ich sag Third ja, dass ich finde das richtig, ja, das ist so eine Mischung aus, keine Ahnung, ich würde es sogar Third Person Counter-Strike so mäßig beschreiben, dass du halt wirklich so dich mit deinem Team kommunizierst und viel schlimmer ist, wenn du jetzt wirklich so Leute da drin hast, die keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Weil die meiste Zeit, wo ich gespielt habe, haben die Leute einfach nur immer rumgerannt und haben sich gegenseitig gekillt, anstatt die Mission zu machen. Okay, in dem Haus ist jemand drin, der wurde Ja, schon mich down. gerade gekillt. Wie kann ich Ah Granaten nein, werfen? von hinten hier. Nachladen, jetzt komme ich wieder Kann X. der Granaten werfen? LB, glaube ich. LB. Ah, das mit diesem Ziel-Ding, das ist ja richtig geil, dass du halt sagst, wo du hin willst. Ah. Ja. Also hier im. Ja, mit RB kannst du halt sagen, was du machen willst hier, wenn du RB gedrückt hältst. Okay. Dann wird dir auch der Weg dahin so angezeigt. Ich finde das total, das Cover-System. Okay. Blöd, Alter. Noch einer, noch ein. Oh fuck. Oh fuck. Ja, das heißt jetzt, dass da so ein Engineer eine Drohne geschmissen hat, dass der dann halt weiß, wo du bist. Deswegen ist es scheiße, wenn wir wirklich alle nur den Rifleman oder so haben. Ah, scheiße. Aber ich habe wieder zwei geholt, wie du Ja. siehst. Ich nehme dann halt den Engineer und dann sage ich halt die ganze Zeit, wo wir Aber so sind. richtig, ich habe gerade ehrlich gesagt nicht so unbedingt den Plan, wo ich hin muss und was ich machen muss. Ich sehe nur Gegner. Okay, was haben wir hier? Achso, hier ist Zahnrad. Interact. Achso, okay. Ja, da müssen wir halt hin und jetzt das dann verteidigen. Ah, okay, dann gehe ich mal. Da ich der Rifleman bin und nicht irgendwie aus der Entfernung schießen kann, bleibe ich mal ein bisschen hier so in der Nähe. Ja, ich finde es auch super, dass du die Kamera so von links nach rechts wechseln kannst. Ja, das nervt mich manchmal bei manchen Spielen. Ah, man kann auch hier in die Also, Ego-Sicht. ja, ich meine jetzt hier auch, ja, okay, ich nehme nochmal den Punkt ein, weil du es nicht machen willst. Achso, du musst einnehmen, Ja, Entschuldigung. ja. Ah, achso, das heißt, beide können einnehmen. Also, Ja, deswegen, das ist es ja gerade. was ist denn hier los? Da oben links ist einer. Ne, das ist eine Granate, verdammt. Ja, da oben läuft einer. Ich werf mal einen Detektor, vielleicht sehen wir ja Ich hab was. hier ein rotes Bild oder so, aber. Ja, das ist der Gegner. Das ist der Gegner. Oh nein, die Granate, ey. Ja, deswegen mag ich den Rifleman nicht so sehr. Das sind die einzigen, die halt wirklich die Frag-Granaten haben. Ja, die haben halt so die, das sind so die Aufklärer. Ja. Ja, ich mag halt lieber hier diese Leute, die aus der Distanz und Ja, so ein bisschen das Taktische noch mitnehmen, ne? ja. Okay, da oben ist eine Drohne anscheinend. Stimmt, was ist denn dieses rote Zeichen immer? Ja, das ist entweder eine Granate oder ein Gegenstand, den der Gegner so also benutzt, also halt sowas wie Das ist was Kameras und feindlich, so. jetzt halte ich die Ja. Waffen fern und es könnte wehtun, so eine Art. Ja, und jetzt müssen wir das Ding halt so lange verteidigen, siehst du jetzt ja an dem Schild. Das ist Ah, halt, okay, halt Defense, uns ja. gehört. Ja. Und deswegen, Oh, das sind ja voll viele Gegner. ja, das ist halt hier der Engineer. Okay, du machst die Gegner sichtbar. Ja, also du bist jetzt halt dafür da, dass dein Team einen Vorteil gegenüber den anderen hat. Dass er halt weiß. Ja. Ja. Okay, ich hab grad einen. Give me a resupply.
Ich find's auch super, dass du dich hier hinlegen kannst, ey. Ich hasse es, wenn man sich in Spielen nicht hinlegen kann und einfach nur hinknien. Mit dem Steuerkreuz wechselst du übrigens dein Zeug. Wenn du jetzt zum Beispiel deine Granate schon verwendet hast, kannst du halt deine Kamera benutzen. Dann setze ich die am besten mal auch hier hin. Steuerkreuz, also... lass mich mal gucken. Das ist übrigens die Munitionskiste, die wir hier beschützen. Also du kannst dir halt auch die ganze Zeit Munition holen, ne? Ja, ich muss das gerade ein bisschen checken. Ich bin gerade ein bisschen woanders und deswegen... Also da sind jetzt ein paar Leute bei der Mühle. Ah, scheiße, da war klar, dass ich sterbe. Aber die sind jetzt auf der Mühle da auf dem Weg. Naja, das war ja bei mir bei der ersten Runde auch übelst so, dass du die ganze Zeit eigentlich nur kassiert hast. Aber wenn du den Flow mal so richtig durch drin hast, dann ist das richtig geil. Kill Camera gibt's auch. Ja, Enemy Kill. Wer, wo sehe ich denn, wer gewonnen hat oder wer gewinnt? Unten rechts über den Radar. Schiff 11. Ja, und wir sind halt die Linken und wir verlieren halt, weil wir das erste Teil nicht gekriegt haben. Ah, das heißt, die Punkte werden jetzt... Ja, siehst du, jetzt haben wir das Teil übernommen, jetzt haben wir... Ja, ja, ich sehe es gerade. Übst du, dann hast du übrigens eine Pistole, falls du sie mal irgendwann brauchst. Meistens sterbe ich vorher schon. Ja, deswegen. So, wo bleibt denn die nächste Mission? So. Ah, oh, fuck you. Direkt da in dem Sichtweite. Enemy kill. Ich laufe mal so drei Leuten hinterher. Aber ich werfe Smoke auf die Brücke. Ich will mal eine Rolle machen wegen Gears of War. Kannst du, aber nicht so. Du musst einfach dann, glaube ich, B zur Seite drücken. Weil dann machst du, dann rollst du dich so auf den Boden. Kann ich überhaupt, ne, warte mal, ich weiß nicht mehr gerade, was ich fragen wollte. Ja. Wurscht. Warte mal. Die Leute spielen ja meistens schon so mit als First-Person-Shooter, ne? Ich spiele ganz halt irgendwie mit Third-Person noch. Ja, je nachdem, also. Na. Kommen Sie da? Kann ich den Gegner irgendwie markieren oder kannst du das? Nee, das glaube ich. Also, ich habe es bis jetzt nicht rausgefunden, wenn man es kann. Also, erstmal zwei Kills. Ich liebe gern so wie bei. Da ist doch einer. Nahkampf? So. Nahkampf gibt es, aber ich habe keine Ahnung, wie man den macht. So. So, ich übernehme jetzt mal das Teil hier, dann beschütze mich mal. Da links, das kommt von links. Da kommt noch einer. Fuck. Ah, scheiße, von der Seite. Ja, da war zu viel los. Ja, ich sehe schon, wie er mich gekillt hat. Das ist schon krass, wenn der Gegner auch ganz genau weiß, wo du bist und wo du stehst, so, ne? Ja, deswegen braucht man eigentlich immer mindestens einen Engineer, würde ich sagen, aber... Ja, den machst ja du bei uns im Team. Nee, ich mache jetzt gerade wieder den Sniper, weil wir ja eigentlich was beschützen müssen, aber... okay, hier ist irgendwo eine Kamera. Ach, fick dich. Nimm ich halt den Engineer, wenn es keiner machen will. Aber wie du siehst, haben wir irgendwie nur Rifleman als Gegner und das finde ich irgendwie... Na, das ist irgendwie gegen das Spielprinzip, finde ich. Ja, es wird halt zu viel geballert. Ja. Beziehungsweise... Ah, nicht, ja. Mann, ey, mit der Pampe. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich auf jeden Fall weiterspielen werde. Und mir wahrscheinlich auch kaufen werde. Hast du, glaube ich, aber auch zu Crysis 2 gesagt. Ah, da ist einer. Ja, aber... Ah, guck mal hier, jetzt bist du hinter mir? Ja. Guck mal, der Typ kann jetzt gerade den Typen hacken. Wow. So, Sensor, komm. Jetzt wissen wir, wo sie sind. Ja, ich bin von hinten abgeschossen worden. Ah. Das heißt, hinter dir. Ja, ich bin auch schon tot. Ah, kriegst aber, ich krieg schon oft auf den Sack. Ja, das ist, ich glaube auch. Hat das der Feind? Achso, der Feind hat das die Dinger. Ja. Das ist ganz ehrlich, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich so auf den Sack bzw. Gegner habe, die irgendwie was können. Weil sonst habe ich irgendwie mal so Leute gehabt, die sind einfach nur sinnlos rumgerannt. Ja, vielleicht nach einigen Tagen haben sie jetzt auch das Spielprinzip verstanden. Ja. Spiel nicht so wie ich. Ach komm, ach. Ich muss viel taktischer spielen, ich spiele auch noch ein bisschen Call of Duty im Kopf. Ja.
Die haben auch wahrscheinlich hier irgendwo was, damit die uns die ganze Zeit sehen. Ich nehme weiß ich mal, nicht warum. Nimm jetzt mal einen Scout. Und komme ins Spiel bei Steve Doku. Okay. Das ist der Name von dem Typen. Wie kann ich denn diesen Engineer-Dinger benutzen? Bist du Engineer? Ja, bin ich gerade. Einfach nur halt geil als Granate werfen, du hast halt keine Granaten. Ach so. Das muss dann halt so in der Nähe ungefähr vom Gegner sein. Weil wenn du halt auch LB gedrückt hättest, siehst du halt auch die Wurfkurve. Ja, ich seh schon, das ist ziemlich komisch. Oh lol. Pumpe. Mal bei dir. Also kann man auch was freischalten so? Oder? Ja, natürlich. Es geht sogar so weit, dass du dich manchmal für Sachen entscheiden musst, also für A oder B. Okay. Also was du lieber nehmen willst. Das finde ich cool. Fuck! Ja, so als angreifende Leute hast du hier, glaube ich, irgendwie nicht wirklich viel zu lachen. Das war cool gerade. Aber der ist schon tot. Wir beide standen uns gegenüber auf das Ding. Warte, jetzt werfe ich. Ich kann nur einmal dieses Ding benutzen, ne? Zweimal. Du siehst ja unten rechts so Smoke und das steht ja eigentlich alles da, auch deine Munition und sowas. So, Fireteam, ja, okay. Aber das ist immer der Tod eines so taktischen Spiels, wenn die Leute das nicht so spielen, wie es spielen. Ja, das ist halt. Okay, hier, ich wurde wieder gesehen, na super. Okay. Wo ist der? Das ist meine, oder? Ich ballere grad, ich sehe nämlich nicht. Ach so, ich war. Ach so, ich hatte so eine EMP, glaube ich, deswegen. Ah. Ja. Frag, fuck. Okay, kann man Nahkampf machen? Ich weiß es nicht, ey. So schlimm. Muss ich denn mal ausprobieren. Die Situation hatte ich irgendwie noch nie, dass ich das ausprobieren konnte. Wo kann man denn so ein bisschen... Ah, hier. Ah, ich bin Platz 2. Echt? 3, ne, Platz 3. Du bist Platz 2. Ah. Wundert mich aber. Komm, hol durch das Singen. Ich habe Angst, jemanden zu begegnen, weil das geht ja ruckzuck. Ach, ey, der campt da in der Ecke. Wichser. Ja, ich werde immer voll ausschweifen. Hey, wo bist du da? Gut. Ja, aber ich kann grad. Ne. Weißt du auch, was für andere Maps oder andere Sachen noch in der normalen Version geben wird? Was also, es wird auf jeden Fall noch einen anderen Spielmodus geben und es wird, glaube ich, noch. Alter. Du Scheiße. Ey, deswegen hasse ich die Typen. Die werfen einfach nur Granaten rein und. Das war der Knaller. Gut, dann nehme ich jetzt halt auch den Typen. Ist mir doch egal. Nein, ich bleib beim Engineer. Ja, wir brauchen halt auch jemanden, der mal Granaten werfen kann. ich glaube, es gibt, glaube ich, 10 Maps oder so. Aber ich meine, wenn die alle so sind, finde ich, ist weniger mehr als irgendwie die ganze Zeit so Call of Duty-mäßige, schlauchige Level, wo nichts wirklich balanced ist. Ich finde es auch ganz gut. Das ist ein bisschen verwinkelt. Nicht zu klein, nicht zu groß. So, Control Enter. Okay, wo ist der? Ah, lol, dann wirft er mich kaputt mit meiner Ich bin direkt da. Oh, cool. Ich mache a hold to interact. Oh, okay. Dann machen wir das doch mal. Please save me. Ich bin kurz davor. 75%. Alles klar. Oh, da sind sie alle schon da, ey. Oh. Ich hab gedacht, das wäre was Cooles. Yeah, defeat! Ja, aber guck mal, ich hab das Spiel zum ersten Mal. Bin schon direkt Platz 3. Ich war letzter.
Also ich weiß nicht, ich Jetzt ist blick, es glaube ich, in leider. eine wohlige, schöne Ghost Recon Future Soldier Karriere. Ja, und jetzt Zukunft. siehst du halt, du levelst halt hier auch jede Klasse separat auf. Also jetzt Okay, ja, das, stimmt. was du am meisten Engineer und spielst, hast du halt. Rifleman. Ja. Ich habe den, stimmt. Und ein paar Sachen habe ich, glaube ich, auch schon freigeschaltet, wenn mich nicht alles irrt. Wo kann ich das jetzt einstellen? Characters? Carry ist das, ja. Wo Dann kann ich siehst du das? auch jetzt mal ungefähr, was du so an den Waffen modifizieren kannst, wenn du da jetzt mal drauf Team. gehen würdest. Ja, der Engineer Scope, nein. Ich mach mal jetzt den Rifle. Ne, ich mach den Rifleman. Hier müsste man jetzt eigentlich rein theoretisch so Kinect haben, ne? Ah, Ah, na. Ich konnte ein meine, bisschen. Ah, okay, ein nice. Und bisschen, man kann da kann richtig wirklich. viel. Kann ja viel machen, ja. Ja. Den da. Farbe? Ja. Ist noch viel. Mit dem Steuerkreuz kannst du dich halt auf, wenn, auf, such dir halt das bestmögliche Set raus für das, was du haben willst. Okay, man braucht Level 4, man kann sich entscheiden zwischen der 40 mm Smoke Launcher und der UB Stun Gun. Ja. Das ist dann halt immer diese Sachen. Ich konnte mich jetzt zwischen, Kit. ja. Faster Revival, okay. Geh mal auf deine Waffen, ob du die modifizieren kannst. Und wir starten übrigens gleich schon eine neue Runde, ne? Out. Ja. Weapon, ja, schnell, komm. Retain Firing. Nein! Oh, das war's. Hier Das war kommt, doch glaube ich. der E3 diese Präsentation, wo er diese Waffe in so eine Explosionszeichnung so. Ja, das ist es ja. Das ist da, wo du die Waffe so verbesserst. Ja. Ey, das ist so viel, ey, das ist Hat das denn auch geil. wirklich Einfluss auf das Spiel? Also, wenn du jetzt. Ja, also denke ich mal, also wenn da jetzt die ganze Zeit so steht, Power und sowas, pff, ist es halt so ähnlich wie bei Call of Duty, Black Ops oder was weiß ich bei wem, dass du jetzt Silence und sowas reinbaust. Ist das jetzt die andere Level? Ja, das ist glaube ich das andere. Ja, das ist cool, dann Ja, haben wir es jetzt ist mal das alle beide andere. gespielt. Das ist Ja, sozusagen unsere das ist letzte jetzt Pipeline, ja. Pipeline. Das ist halt so Was eine hast du Map, denn die ist halt, gezogen? das Ah. ist in der Mitte so viel geräumiger und links auf diesem Weg ist es so ein kurzer, enger Gang, sag ich so, mit ein paar Häusern im Weg. Beziehungsweise auf unserer Seite rechts. Weil wir sehen jetzt, glaube ich, die jetzt nicht die Ghosts, sondern die Russen. Ich hasse es, irgendwie mal Russen gegen Amis zu spielen. Ja, es gibt nicht viel. Ja, es gibt halt keine anderen Nationen, die Laufen wir den jetzt mal. Amerikanern. Ivan, Ja, also einfach. Ivan, lauf hinterher. Ja, gut. Das ist aber leider die falsche Richtung, glaube ich, oder? Ja. Nein. Je nachdem. Da sind sie auch schon alle tot. Ah, fuck. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Es ist kein Ja. Call of Duty, Matthias. Es ist kein Call of Duty. Ja, und besonders keine Sau interessiert sich jetzt wieder für für die Stelle, wo ich die gerade jetzt wieder übernehmen muss. Das finde ich immer wieder super, dass ich der Einzige bin, der das Zeug hier macht. Okay, warte mal, ich geh mal eben, ich helfe dir mal, weil das finde ich auch immer. Ich bin jetzt zwar gerade selber ein bisschen so gewesen, weil ich gerade gucken wollte, wer da ist. Okay, jetzt kann ich hier klein Ah, fick dich! angegriffen. Nein, dann links! Nein! Oh, ich bin gerade hoch. Ja, ich weiß, ich hab's ja Der Lacker, gesehen. der hat das einfach so. Ach, guck mal, da kommt einer gerade die Treppe, die Leiter hoch. Ja. Na. Es ist zwar jetzt vielleicht eine coole Idee, irgendwie den Gegnern so abzulenken, wenn man da gerade das Teil schon hat, aber wenn man es nicht hat, sollte man möglichst irgendwie alles da drauf werfen, finde ich. Das ist, Genauso irritierend wie mit einem normalen Maß. Ja. Ich weiß nicht, also ich sehe es irgendwie schon kommen, dass jeder nur den Rifleman spielen will und. Ja, deswegen, das ist, oh, ich wurde gerade Zum. gemelied. Ich Ja, weiß zwar nicht, wie er es hier gemacht geht hat, es. aber. Hier. Das mit dem Cover-System finde ich geil, so was ich Ja, vorstellen. das ist richtig genial gemacht. So, ich folge dir. Mann, dann laufe ich den. Boah, voll in die Arme, den Camperschwein. Ja, das, ganz ehrlich, campen musst du hier, finde ich. Sonst geht das hier mit den Punkten gar nicht. Das Problem ist aber, ich stehe dann halt dumm da, wenn ich dann so mir so denke, ey, guck mal, jetzt laufe ich mal über den Markt, weil jetzt ist gerade frei. Boom, tot. Ah. Ich habe das Gefühl, ich weiß Gott wo und müsste mich eigentlich hier vorkämpfen. Und wir haben ja das Ding, wir müssen nur noch das jetzt Ja. verteidigen. So, jetzt rolle ich mich mal rum. Also rollen kannst du dich, glaube ich, nur im Liegen, beziehungsweise im Knien. Genau, liegen. Das erinnert mich Ah. stark an Ghost Recon, es ist genau an so kommen, es ist genau eben das gleiche Spiel. Ja. Auch da kannst du dich auch umlegen.
Raphael, du bist in einer Aufnahme, die du nicht sein solltest. Ich habe ja nichts. Ich hab extra nichts gesagt. Ja, wir spielen gerade Rose Recon in eine Runde mit. Und ich habe einen gekillt. Yeah. Mein erster Kill in dieser Runde. Wow, da falle ich ja direkt hier die Stufen runter, weil ich so cool bin. Hm. Okay, los. Los, dahin. Wo ist denn das Ding? In der Mitte, wo du eigentlich gerade warst. Ja, da muss ich jetzt zurück. Ich nehm's ein, beschütz mich. Oh nein, da kommen sie schon. Fuck. Von wo? Rechts von da, wo du runtergeschrieben bist. Das ist halt, ich kenne die Bezeichnung dafür nicht. Dafür finde ich, fehlt mir halt die Erfahrung wie bei Counter-Strike. Dass ich nehme es gerade ein. Helf mir! Nein! Oh, da bin ich auch schon tot. Ja, genau, der Typ, selbe Typ wahrscheinlich. Ja, den habe ich jetzt schon gekillt, der da gerade dich gekillt hat vorher. Ach, ey. Aber jetzt wird's halt ein bisschen tumultig hier, ne? Weil jetzt so viele Leute rein wollen. Ne, ganz ehrlich, ich spiele jetzt Engineer, das geht gar nicht, wenn ich keine Sau den Typen spiele und ich nicht weiß, wo die Leute sind. So, ich spiele jetzt hinter dir. Und jetzt. Weißt du, einer. So, siehst du, jetzt siehst du alle roten Leute hier. Ey, das geht nicht so. Keine roten Leute. Links. Ah! Hab noch nicht hingeschaut. Ja. Ja, du siehst sie halt nicht so wirklich dick auf dem Interface, du siehst halt, wenn sie so durch die Wände, weißt du? Jawohl, Enemy Kill. So, jetzt muss ich das Ding noch einnehmen hier. Das muss doch irgendwie funktionieren. Ich bin gerade ein. 20%. Ja. Ich laufe halt da gerade hin. Nein! Oh, da bin ich auch schon tot, weil keiner. Alle rumlaufen wie die Deppen, ey. Oder irre ich mich jetzt gerade? Nö, ist schon so. Aber die Leute verteidigen halt auch irgendwie extrem. Weil sie greifen nicht mal selber an. Sie warten einfach nur auf die Kills. Und das sage ich halt, das ist halt wieder falsch, das Spiel zu spielen. Ja. Finde ich. Kai Omega ist gerade online gekommen bei mir. Ja. Ein Gruppe auch. Kai Omega. So, ich spawne mal bei dir, aber diesmal als Sniper, dann clear ich das mal. Oder ich versuch's mal zumindest. Ja, wahrscheinlich hinten, da ist. Ne, ist einer von uns. Da nimmt gerade das Ding übrigens einer ein. Ah, oh, das ist natürlich. Ja, ich hab den gerade schon gekillt. So, guck mal weiter, ich versuch dir mal Rückendeckung zu geben. Okay, ich geh mal rein. Aber ich kann jetzt halt nur auf eine Stelle gucken, das ist halt, ne. Ah, von der Seite. Also genau. Hinter dir liegt der. Sehen oben in diesem Ding. Boah. Ich sag ja, das ist nicht einnehmen, weil da immer irgendeiner steht, der dann das bewacht. Der bewacht ja auch nur den einen Punkt. Der guckt ja nicht. Ja, das ist ja eben das. So. Ja. Das heißt, müssen wir erstmal drumherum clearen, bevor wir überhaupt reingehen. Aber wir sind ja sowieso gerade am Gewinner. Also eigentlich müssen sie den Zug machen. Das kann nicht uns eigentlich egal sein, wenn sie nichts machen. Durch die Kills gewinnen sie ja nicht. Ey, was ist das denn das? Ich bin noch nicht mal hinter der Mauer gewesen und stirb schon. Ja gut, okay. Genau, ey, der killt dich. ich bin jetzt bei dir und da oben ist er, ne? Ja. Aber ich werfe jetzt da hinten eine Granate hin. So, jetzt. Spaß damit, du Schwein. Ey, jetzt hat er noch überlebt. Ey, was? Reg mich nicht auf, Junge. Reg mich nicht auf. Es gibt ja auch sowas wie Unterdrückungsfeuer bzw. Sperrfeuer, ne? Wenn du lange genug irgendwie auf die Deckung vom Gegner schießt, dann kommt der da gar nicht mehr raus. Gibt es gerade das? Wo denn der Enemy Cursor? So. Oben sind sie? Okay, das ist einer von uns. Was ist denn Knight? Achso, Kamera. Das ist die Kamera. Achso, das heißt, wenn jemand jetzt da reinläuft, dann ist er tot. Ja. Nein, dann ist er nicht tot, aber dann sehen wir den so als roten, genau. Was hier mit dem Unsichtbar ist halt so wie ein. Mein Gott. Das mit dem Unsichtbar ist halt nicht so wie, dass man das halt wie ein Crysis hat, dass man nicht komplett unsichtbar ist. Ich hab jetzt Angst, ey. So, da ist der Typ. Aber ich krieg hier nicht ins Ziel. Ist er schon so eingenommen? In der Mitte? Kann auch sein, dass sie das geändert haben, das Ziel. Warte. Ne, wir müssen woanders hin. Wir müssen uns da oben rechts verteidigen. Auf dieser. Oh Mann, das war so dämlich von mir. Oh.
Es tut mir jetzt so weh, dass das andere sehen konnte. okay, wir müssen defend, ne? Also wir haben es gerade. Ja, wir haben es ja. Okay, dann mache ich mich mal auf so. Und versuche unser Team irgendwas Nützliches zu bringen. Ich bin ja auch nicht so nichtsnutz. Oder? Aber gucken wir mal. Nö, ja, Platz 3. Wow. Ja, Granaten. Siehst du, das ist halt hier die Power. Aber, ey, Mann, was ist denn das? Ach, das ist so. Ah, ja klar, hinten. Was denn? Schön, ja, der hat mich von hinten halt gekillt. Okay. Ah, mich auch. Wie findest du Killcams? Weil viele mögen das gar nicht so, diese Killcams, weil die meinen, ey, das muss halt so sein, wenn ich ein Sniper bin und mich halt gut versteckt habe. Ja, nicht. Je nachdem. Es zwingt dich halt dazu, dass du nicht die ganze Zeit an einem Punkt campst, ne? Es ist so lächerlich. Ruf ich auch noch in diese bekackte Dinger da rein. Ja, und der Radius ist auch noch so riesengroß. Ich meine, ich bin auch daran gestorben. Und ich war irgendwie 10 Meter von dir entfernt. Ja gut, okay. Okay, jetzt nochmal wieder reinlaufen. Ja. Oh, da hinten geht aber schon hier ganz schön die Luzi ab. Ja, es ist halt aber jetzt wieder so Granatenfight, weißt du? Ja, was ist denn? Das macht ja keinen Spaß, ey. Ja. Das ist halt, das finde ich halt so scheiße, dass jeder diesen scheiß Rifleman spielt. Den hab ich auch. Blaze Blur. AKA Raku. Blue Blur heißt der doch. Blue Blur, Blaze Blur. Ich sag immer Blaze Blue. Okay, was ist das andere? Ich kann das gerade nicht lesen. Target accomplished. Ne, acquired. Ah. Ey, du stirbst auch nur durch diese beschissenen Granaten. Das ist ja das, so eine Lackergranate, ey. Das ist es gerade. Dafür hasse ich das. Das liegt aber nicht am Spiel, sondern an den Spielern, finde ich. Ja, da sollten sie vielleicht den Radius oder ein bisschen so den Damage der Granaten ein bisschen runterschrauben, damit sie nicht einfach so nützlich sind. Ich finde halt wirklich, die Klasse ist leider die stärkste. Ey, was? Das kriege ich ja volle Kanne auf die Nüsse. Ja, das sind halt wieder diese Spawn-Camper und so. Und sie gewinnen sogar gerade noch. Sie haben einen Punkt mehr als wir. Ja, ist ja. Ich bin am liebsten. Ah, da hinten. Ja. Schieß mal mit Dauerfeuer so da drauf. Dann dürfte der eigentlich da nicht rauskommen, wenn ich da auf den zulaufe. Oder die Frag-Granate halt. Mach wieder Sperrfeuer. Boah, ey, das gibt's nicht. Tot, oder? Ja. Wie diese eine Penne uns da auffällt, jetzt renn ich da rein, ey. Stalingrad! Ah! Boah, das ist so lächerlich. Und der hat mich auch noch gekillt. Ey, das ist doch. Ey, dieser Typ. Das Spiel kotzt gerade ein bisschen an, ne? Ja, wie viele Leute sind denn hier? Mann. Dann legt er sich da einfach hin. Ich würde jetzt gerne mal sehen, welche Klassen die Leute hier alle bei uns im Team spielen. Ich denke, ich wette, es sind alles nur Rifleman. Dass nicht einer Engineer oder sowas hat. Ich bin auch ein Mann weniger, so wie ich sehe. Und Ivan the Bishop kann ja gar nichts. Das ist nämlich einer von unserem, aus unserem Team. Rage Ghost Recon Rage Soldier. Wäre es auch super recht, wenn ich so rote Leute sehen würde. Super. Ja. So, ich gehe jetzt das nein. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich komme gar nicht hin. Klar. Da hinten. Gegenüber. Wo das gute Ding ist? Ach ja. Ey, der Typ. Wie kann man als Soldier so snipen? Das ist doch voll scheiße. Alter. Ah, ja, da wirklich diesen. Ah, der regt mich so auf. Also, ich laufe jetzt mal hier den Typen und der. Schwarze Bildschirm. Ey. Lauf doch hoch, du Idiot! So mit dir! Wie er mich gesehen hat, ey. Unsichtbar und mich gesehen, klar, kein Ding. So, jetzt komme ich wieder Engineer, keinen Bock mehr. Ja, geh doch mal in die Deckung, warum geht er nicht in die Deckung, verdammte Scheiße nochmal! Ich kann grad gar nichts, ich bin grad richtig. Naja, nicht nur du. Ah,
Kein Wunder, dass ich nicht treffe. Oh nein, von hinten. Wie gerade voll die Begeisterung nachlässt. Noch 2 Minuten in dem Match und wir haben echt gerade voll verloren. Voll am Verkacken. Das ist für das Spiel aus der Hand gegeben. Das ist es halt, wenn Leute irgendwie niemals flexibel wirklich sind. So. Ganz ehrlich, ich verstehe die Russen meistens nicht, wenn sie Englisch sprechen. Escort HVT oder was? Was ist das? Ja, du musst glaube ich, entweder einen NPC oder so, glaube ich, eskortieren. Also, das ist einer der Missionen, die es gibt halt. Dann nehmen wir die doch mal an. Wow. Ey, habe ich gerade wirklich gesehen, dass ein Typ irgendwie. Ey, das gibt es nicht. Du kannst, entweder ist es total krass schwer, das Spiel, oder wir sind so schlecht und die sind so gut. Oder das ist Luck. Ich glaube, alles. Oh, ich lebe noch. Ah, oh, na super. Dann läuft doch einer und ich treffe ihn nicht. Ich muss wiederbelebt werden. Da, ich seh dich. Mann, Wo ist der? Ich weiß nicht, da lief rein. Weil das ist auch so komisch. Da laufen auf einmal läuft der Typ dann vor deine Füße, obwohl da gerade alle gespawnt sind. Also das ist ganz merkwürdig. Weil eigentlich ist es ja so, dass du weißt, okay, da sind jetzt die Gegner gespawnt und so und da sind dann deine Leute und dann kannst du sicher sein, dass du noch eine Weile läufst, bis du erstmal jemanden siehst. Ja. Ich meine, ich finde die Maps und so eigentlich alles gut, nur ich finde den Rifleman einfach viel zu beschissen. Ey, natürlich. Und ich war auch noch, glaube ich, der letzte Kill oder so. Ja. Ja. Die Runde war jetzt nicht so erfreulich wie die letzte, die hat mir mehr Spaß gemacht, aber da muss man sich ein bisschen reinfuchsen und man kann ja nicht immer gewinnen. Ja, natürlich. Und ja, ich glaube, das war's mit Ghost Recon Future Soldier Beta Gedöns. Die Taktikkeule kann wieder eingepackt werden und jetzt wird sie noch hinlos draufgeballert, ne? Genau. Bei der letzten Runde habe ich wirklich das Gefühl, ne? Ja, das ist halt wirklich dieses zweischneidige Schwert von gib den Leuten, was sie spielen wollen und gib ihnen halt das, genau, was sie machen sollten. Du musst so ein bisschen auch so die Balance finden. Ja. Also, dann ist das für die anderen dann zu schwer und so, ne? Wie kann ich denn jetzt hier rausgehen? Einfach nur genau. B. Genau. Are you sure you want to leave the lobby? Ja, leave lobby, du Bitch. So. jetzt mal so klein, kurz dein Fazit. So, ist das, was müssen sie noch verbessern? Weil das ist ja nur eine Beta, das ist ja noch nicht das endgültige Spiel. Was müssen sie noch verbessern? Und beziehungsweise, wie ist die Prognose, ob dir das Spiel vielleicht Spaß machen wird und ob du es kaufen wirst? Ja, also ich werde es mir wahrscheinlich kaufen, aber wirklich hier den Soldaten, also den normalen Rifleman, finde ich halt, der passt irgendwie nicht wirklich ins Spielgeschehen, weil die ganzen anderen Leute sind halt darauf aus, den Gegner so auszutricksen, sag ich jetzt mal, also hier mit Unsichtbarkeit und wissen, wo er ist, und der Typ ist halt wirklich so mit purer Feuerkraft und so, ja, mit Granaten und Maschinengewehren und ne, die anderen sind halt irgendwie so Präzision und sowas und Technik, und das sind halt so, sag ich mal, wirklich Relikte aus den anderen, aus dem vorigen Jahrhundert. Ja, das ist auch so, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, das hat man auch im Spiel gemerkt, dass der Rifleman im Grunde genommen, klar, das ist halt so die Standardklasse und wahrscheinlich wird es auch so bleiben und müssen, aber sie müssen ihn ein bisschen so von seiner Feuerkraft runterschrauben, weil der Engineer und der Scout, die haben für mich jetzt noch nicht so die, weiß nicht, so diesen einen Punkt, wo ich sag, boah, ich muss den Engineer nehmen, weil ja, im Moment brauche ich ihn so. Im Grunde genommen kannst du mit dem Rifleman genau das ganze Spiel entscheiden und das ist das richtig. Problem. Das Schlimme ist jetzt halt hier zum Beispiel, der eine Typ hatte auch so ein ACOG, so ein Visier halt, und der konnte halt genauso zählen wie ich als Sniper, deswegen habe ich jetzt keinen Sinn, um eher darin gesehen, Sniper zu spielen, nur weil ich unsichtbar werden kann. Und Engineer ist halt wirklich das wirklich Beste, dass du den Gegner halt sehen kannst. Ja. Aber wenn halt die Leute irgendwie halt nicht mitspielen können oder wollen und nicht taktisch spielen, ist es halt
Es ist halt wieder so ein Spiel, was man nur mit Freunden wirklich zusammen spielt. Da kann man auch Call of Duty in Herrschaft spielen, so. Ja. Also wenn man das Spiel würde ich mehr Spaß machen, wenn man es so im Team spielen kann, wie bei Battlefield. Also das Spiel ist wirklich so ein Kandidat für vier Leute zusammen, dass mal irgendwas rocken. Und Third Person, das ist wieder so, ja. ich bin da sowieso voll affin dafür. Und ich weiß nicht, ich mag halt so, ich hab das nicht so häufig mal mehr gehabt, nach Gears of War 3 und das war es eigentlich auch, glaube ich, schon so, dass ich intensiv wirklich, und so kommen News Navy Season, was ich damals ein ganzes Jahr lang sehr intensiv gespielt habe. Aber wie ist denn jetzt deine Prognose, ob du es jetzt holst? Also, ja, holen werde ich mir gut, oder? Ja, eigentlich schon. Kampagne oder so weiß ich jetzt gar nichts so von. Aber Multiplayer finde ich auf jeden Fall lustig, aber ich werde mir das Spiel wahrscheinlich dann deswegen auch nicht am Release kaufen, weil nur wegen dem Multiplayer, den ich dann irgendwie nach 2-3 Wochen wieder weglege oder so, weil es mich ankotzt, wie die Leute spielen. Aber ich werde es mir wahrscheinlich holen, aber nicht wahrscheinlich zum Release, beziehungsweise ich könnte es ja vielleicht für Playcast testen. Ja, das hoffen wir mal. So, ja, dann war es das mit dem Video, mit einer Runde mit Ghost Recon Future Soldier, und ich bedanke mich bei dem Nico für sein Mitmachen und für seine kompetente Einführung in das Spiel. Und die Beta geht ja noch bis zum 2. Mai, also wer da noch einen Key hat, wir haben leider keinen, also sonst hätten wir euch, vielleicht können wir einen verlosen oder so. Ja, vielleicht haben wir einen irgendwo. Und in diesem Sinne, hauen wir einfach mal ab.